So, hallo, Bild ist da, Ton ist da. Ich glaube auch die Bild- und Tongeschichten, das war eher, das war mit Wordle war das immer so, ne? Ich glaube, hier hatten wir, glaube ich, nicht so viel. Hatten wir hier irgendwann mal den Aufnahmefail? Das waren die Wordle-Geschichten, ne? Da habe ich irgendwie was versaut. Ich glaube, Things lief grundsätzlich. Keine Ahnung, ist ja auch egal. So, ich weiß leider nach wie vor nicht. Ach ja, doch, doch, ich weiß, was wir machen wollten. Wir wollten in die Meme-World reingehen. Richtig, wir wollten uns endlich mal die Meme-Level anschauen. Genau. Da können wir auf jeden Fall erstmal weiterarbeiten. Memeland 1 und Memeland 2. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Ob das jetzt was Leichtes ist, ob das einfach nur Fun ist, ob es schwer ist. Keine Ahnung. Okay, das ist Hallo Kaizo 1. Kaizo 1 didn't have any shell jumps, so this level won't either. Thank you for making your hack, T. Takemoto. Ach du Schande! Bietet mich der Song von YouTube? Ich hoffe nicht. Yo, was zum. Was soll ich denn da. Oh, okay. Ihr seid schlecht. Junge! So, und dann. So, hä? Ach so, nee, jetzt habe ich es gecheckt. Ich soll den nur aushalten und dann soll ich über die Kanonen weiter drüber. Also, das ist ja praktisch ein Kaizo-Remake. Also, ein Kaizo 1-Remake. Aber wahrscheinlich schwerer, oder? Oh, ich weiß es nicht. Ich werde mal den State setzen, nachdem ich hier war. Genau. Und jetzt geht es dann hier so weiter, okay. Oh, ist vielleicht kein guter State, der ist besser. Aber wir haben uns ja entschieden, wir werden jetzt erstmal ein bisschen hier staten. Damit wir mal ein bisschen vorankommen. Okay, ja, das ist. Okay. Okay, es ist quasi das Kaizo-Level. Ich habe ja schon mal das Kaizo 1 Level ohne Save States gespielt, aber. Das war's dann. Oh Gott. Aber das war. Okay. Aber das war's dann auch. Gut, also dann hier der nächste State. So, aber ich werde es jetzt immer wieder sagen, wenn ich anfange zu staten, es ist mit States leider zu einfach. So, man kriegt hier, es gibt hier kein gesundes Mittelmaß. Es ist entweder fast zu schwer, um es normal zu spielen, aber mit States ist es dann dafür halt wieder zu einfach. Okay, jetzt muss ich mich hier treffen lassen, scheinbar. Gibt es hier kein. Ach, da ist schon eine. Das meine ich. Das meine ich. Da kommt man ohne States hin. So, 20 Minuten, gib mir 20 Minuten, dann bin ich da ohne States. So, keine Ahnung. Aber egal. Wäre halt wirklich gut, einfach mal ein bisschen mehr jetzt von dem Hack zu sehen. Wenn ich irgendwann mal nichts habe oder so, dann kann ich immer noch den Hack ohne States zu Ende spielen. Also so, keine Ahnung. Wir schauen jetzt mal, dass wir den durchbekommen. Es hat sich jetzt keiner beschwert. Also wenn es euch irgendwann auf den Keks geht, wie ich das spiele, schreibt mir gerne. Was muss ich jetzt hier tun? Muss ich da drauf landen? Hä? Wo bin ich? Ich bin einfach im Nirvana gelandet, oder was? Okay, der State ist, glaube ich, nicht so gut. Ach, da oben. Das ist ja richtig weird. Da oben landet man auf den. Ah, ja, okay. Verstanden. Aber ich wusste nicht, dass das bei Raupen auch passiert, also bei Wigglern auch passiert. Das ist ja interessant. Dann hier runter, dann da drauf. Okay, das ist cool. Das ist ein cooler Abschnitt. Ah, ich vergesse mal, dass ich erst auf den Grünen da unten muss.
Der Stage startet auch immer bei dem Waker. Tut mir leid. Okay. Okay. So far. So good. Jetzt. Okay, verstanden. Ah, zu wenig. Zu knapp. Aber was hat es jetzt mit Meme World zu tun? So, ich meine, gut, Kaizo 1. Also man merkt nicht viel von Kaizo 1. Es findet halt in der Kaizo 1 Umgebung sozusagen statt vom ersten Level. Aber es ist jetzt nicht mehr viel von Kaizo 1 zu spüren. Okay, der Sprung ist noch da. Normalerweise käme jetzt hier das Ziel in Kaizo 1. Okay, da kommt auch das Ziel. Ja gut, wahrscheinlich ist es deswegen... Ja, natürlich, es ist deswegen ein Meme, weil ja ganz viele Leute dann einfach Kaizo 1 halt nachgebaut haben. So wie halt auch SMW einfach nur ein bisschen nachgebaut wurde, stellenweise. Okay, jetzt muss ich mir den Mond holen. Aber das war jetzt nicht so schwierig. Okay, schafft man das ohne zu sterben? Müsste ja nur wieder zurück. Das müsste eigentlich gehen. Ja, okay, es geht schon, klar. Gut. Das ist dann das gewesen. Aber schaut, das wäre jetzt ein Level gewesen. Da hätte ich wahrscheinlich das ganze Video dran verbracht. Ne? Also ich hätte es schon geschafft, da bin ich ziemlich sicher, weil ich habe alles bisher geschafft. So. Fast alles. Aber, ja, ich weiß nicht. Ja, wie auch immer. So, Chocolate Yoshi 3. Was ist das denn hier? Watermelon. What the heck ist mit diesen Liedern hier los? Oh, bitte nicht wieder was mit der Feder. Ach du Schande. Nee, okay, es geht nicht die ganze Zeit nach oben. Oh, die Musik, ich bin echt gespannt, wie stark mich die Musik aus YouTube bietet. Also, das Video wird hundertprozentig geflaggt. Was mir an sich egal sein kann, ne? Es werden viele Videos von mir geflaggt, wegen Nintendo-Musik und so Kram. Aber ich finde es schon immer interessant zu sehen, weil das bei jedem normalen Content-Producer halt bedeuten würde, er bekommt keine Einnahmen aus dem Video. So, erstens will ich keine, zweitens bekomme ich eh keine. Aber es ist schon interessant. Wohin geht denn jetzt? Okay, da geht's weiter. Setzen wir mal einen State, wenn wir da oben sind. Weil ich darf jetzt halt auch nicht wieder in dieses... Das ist ja das, was auch mir früher immer... Wo ich früher immer für kritisiert wurde, dass ich, wenn ich anfange zu staten, dass ich furchtbar schlecht spiele. Und eigentlich wollte ich genau dieser Kritik ja hier aus dem Weg gehen, indem ich halt nicht state. Aber wie man sieht, ist das halt auch wieder nicht so ganz richtig. Ich hoffe, ich finde einfach einen guten Mittelweg. Nicht, dass ich nicht wieder alle 5 Sekunden state oder so, sondern einfach so gesunde States. So, ich denke, der war jetzt halt zum Beispiel rein vom... Okay, was muss ich denn da machen? Rein vom... Er war strategisch, so. Ne, auch der ist ganz gut gesetzt. Da gibt es auch keinen... Oh, ich muss die da hoch... Wait, what? Das
Was muss ich da tun? Ah, nee, ich muss die da hoch. Oh, verstanden. Okay, und dann darüber. Alles klar. Interesting. Oh. Dann muss ich ihn hier wegschießen. Okay, verstanden. Aber schaut euch das an. Das ist auch wieder nicht allzu weit bis zum Midway Point, ne? Das würde man schon schaffen wieder. Ist jetzt nicht so, dass das jetzt wieder ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Nein, ich muss die doch mit... Aber da ist gar kein Midway Point. Was ist mit dem Fisch denn falsch? Es ist gar kein Midway Point, oder? Wie kriege ich die denn da? Mist. Okay, so. Okay, der kommt dann an der Stelle, kommt er dann raus. Nein! Müsste ich aber nicht sogar einfach an die Shell ranspringen können, wenn ich auf der Plattform drauf bin? Ja. Guck mal, jetzt habe ich den ja immer noch. Jetzt nicht mehr. Hier ist er, okay. Moment. Okay, Moment. Wohin wär's dann noch gegangen? Stopp. Stopp. Ist hier noch ein Mond? Ach so. Ach so, okay, das ist dann hier. Okay, alles klar. Das war nicht, was ich wollte. Hä, wer? Verstehe nicht ganz. Oh. Hi. Muss den auslösen scheinbar, oder wie? Dann kommt hier vielleicht eine Ranke raus oder sowas? Ach so, dann muss ich einfach hier rüber und dann da. Ah ja, okay. Ich check halt jetzt nicht ganz, wofür der die Dings da oben ist. Die da. Das da. Wofür ist das da? Das habe ich nicht... Hä? Na, egal. Dann sagt der Pfeil nämlich nur aus, dass ich da nach rechts soll. Okay. Ja, ich weiß doch, dass du da kommst. Chill. Das Ding muss irgendwie weg. Oh, warte. Kann ich... Ich habe das Gefühl, ich muss die beide auslösen. Ups. Dass ich über den Dings die Snake auslösen kann. Ach, mein Snake auslösen kann.
Denke ich zu kompliziert? Aber irgendwas muss dieses Ding da oben doch auch noch zu sagen haben. Weil, also hier, die läuft halt jetzt nicht los. Und ich kann da nicht unten drunter durch. Na? Die müsste irgendwie weglaufen. Die läuft gar nicht weg. Check nicht ganz. Also jetzt check ich's halt vom Konzept her nicht, was ich tun soll. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss vielleicht irgendwie diese Snake auslösen, aber die löst sich nicht aus. Muss ich die Dinger da? Aber was soll das mir bringen? Ich meine, also ich kann nirgends anders hin. Okay, was kann ich anders tun? Ich muss ja irgendwie den auslösen. Verstehen in ihr noch nicht ganz, was dieses Ding da oben soll. Wofür ist es da? Da ist ja auch nichts. Oh, ich bin dumm. Ich bin dumm, ich sehe es. Ich bin blöd. Ich dachte, der muss die essen. Ich muss schneller oben sein. Ich bin blöd. Ich bin richtig blöd. Ich bin richtig blöd. Ich hab's gesehen. Der frisst die Box, die ich auslösen muss. Und ich dachte, ich darf die nicht auslösen, aber das Gegenteil ist der Fall. So, jetzt nämlich. Oh Mann, ich bin komplett bescheuert. Tut mir leid. Ja, klar. Mich hat es halt so irritiert, dass da drüben noch diese Plattform ist. Ich verstehe bis jetzt nicht, was die da soll, aber ist in Ordnung. Die ist halt da. Hui! Okay, dann geht's da drüben weiter. Also das war jetzt mal so ein Lost Moment wieder. Hilfe! Invictus Part. Okay. Okay. Das ist ein Troll. Mann. Was war das denn jetzt wieder? Es hat so schön alles funktioniert, ne? Es hat so schön alles funktioniert. War kurz richtig stolz auf mich. Oh Mann. Natürlich, jetzt klappt es nicht mehr. Hat so schön funktioniert. Aber das ist wieder dieser Effekt, beim ersten Mal klappt's und dann brauche ich wieder 3 Anläufe, bis es wieder funktioniert. Ah. Aber es hat wirklich schön funktioniert, das muss man zugeben. Ich setze hier kein State zwischen. Das mache ich ohne State. Den Abschnitt mache ich ohne State. Weil ich es vorhin schon geschafft habe. Da werde ich keinen. Also es wäre hier möglich, es wäre hier locker möglich, einen State zwischenzusetzen. Aber das will ich ohne State. Nee. Yes. So, und jetzt einfach darüber. Scheiße. Okay, fast. War die falsche Richtung. Nein!
Aber dieses Level hat jetzt nicht irgendeine Basis von irgendeinem anderen Level oder so, ne? Das ist einfach extra. So. Ja, ja, das dachte ich mir schon, dass da irgendwas passiert. Wir sind hier noch nicht durch. Bin ich gerade erschrocken. Oh, da ist auch... Okay, ich wusste jetzt halt nicht, was kommt. Lol. Okay, ja, dann sind wir da oben dann bei Exit. Aber dann kommen wir jetzt einfach hier raus. Also, gewonnen haben wir jetzt nicht gerade viel dadurch. Und das ist halt der normale Weg. Dann gibt es den Weg hier. Also, es waren jetzt halt die zwei Level. Aber es bringt mich jetzt nicht unbedingt viel weiter. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, was ich alles hier verpasse, nachdem ich diese Dimension Door noch nicht gespielt habe. Wisst ihr, wir spielen jetzt mal mit States die Dimension Door. So. Das war doch, was war denn das hier? Ach ja, das war das mit den langsamen Sprites. Ich erinnere mich. Oh Gott, da muss ich erst wieder reinkommen. Genau, da war irgendwie... Ja, ich glaube, das habe ich damals noch nicht mit States gespielt und deswegen kam ich da auch nicht weiter. Okay, mal gucken, wie es mit States läuft. Ich glaube, das war schon schön. Ah, der muss zu der Seite. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ich glaube, so wird es nichts mehr. Na? Jetzt müsst... Ach so, doch wird. Genau so. Ja, ich das gerade gemacht. Das ist jetzt aber wieder so ein Fall, wo ich hektisch werde. Und das lief ohne States fast besser an dem Fall. Okay, so. Das passt ja sogar mit den Münzen wieder zusammen, ne? Und dann da hoch, okay. Ich glaube, der ist denkbar. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu hoch vielleicht mit Pech. Ah, mit Pech bin ich ein bisschen zu hoch. Könnte knapp werden. Na, ich komme nicht mehr drüber, glaube ich. Oder? Ganz knapp vielleicht? Na, ich glaube, ich komme nicht mehr drüber. Na, ich glaube, der war schlecht. Der ist zu hoch, der ist zu hoch. Nein, der ist zu hoch. Okay, zurück. Oh, ob ich das strategisch hinbekomme. Nein. Okay. Ja, also den Anfang haben wir auch schon mal ohne States gespielt. So, das ist ja nicht das Ding. Musste wieder reinkommen. Okay, der State ist gut. Der State ist gut. Glaube ich. Oder? Ich glaube, ich komme schon nicht mehr drauf. Ich glaube, ich komme schon nicht mehr auf das Brückenbord drauf, oder? Doch, ich komme noch drauf. Okay, perfekt. Gut, passt. Den kann ich nutzen. Oh, jetzt könnte Yoshi wieder zu weit. Nee, passt. Alles gut, passt. Perfekt. Okay, sehr schön. Gut, und dann? Was kam jetzt? Was soll ich da tun?
drück die falsche Taste. Warte, wo springen? Hier. Hier springen, nicht da. Achso, das kann ich nicht da hochschmeißen. Das ist, glaube ich, auch schon die Stelle, die ich nicht gecheckt hatte, ne? Irgendwie muss ich das ja auslösen. Wie komme ich an den da oben ran? Ach so! Ah, weil das Ding langsam ist, hole ich es ein. Ja, natürlich. Klar, weil das Ding langsam ist, hole ich es ein. Okay. Und dann verstanden. Ich glaube, die Stelle hatte ich bisher noch gar nicht kapiert, deswegen sind wir auch noch nicht weitergekommen. Ich glaube, weiter als das waren wir bisher noch nicht in dem Level. Ja, hier waren wir noch nicht. Okay, dann mache ich jetzt mal wieder ohne States. Mache ich erstmal wieder ohne States, weil ich mir erstmal wieder angucken, was hier los ist. Hier rüber. Hier, okay, verstanden. Ich fühle mich halt echt so ein bisschen mies, ne, wenn ich das hier state. Weiß es nicht. Aber nicht so mies, dass ich sage, ich will nicht staten, weil einfach wegen der Zeit. Zeit, die wir schon in den Hack investiert haben, ist okay. Okay, nee, stopp. Hier drauf. Ganz ruhig. Erstmal hier drauf. Also ich habe jetzt wieder gestatet, weil jetzt bin ich im State wieder drin. Also in Ordnung. Ist in Ordnung. Ach, nimm ihn halt mit. Okay, dann halt so. Oh, scheiße. Oh, wait. Hä? Wo soll ich eigentlich hin? Wieso kannst du den nicht mitnehmen? Geht doch. Ach, ich muss da drauf spinjumpen, ne? Nimm ihn. Oh, Alter. Ja, okay, verstanden. Nein, und dann da rein. Aber dass er den nicht manchmal nicht... Ich weiß, wie man den mitnimmt, aber manchmal nimmt er den einfach nicht mit. Hä? Habe ich gerade rausgeklickt? Was ist passiert? Nicht, dass die Aufnahme... Läuft die Aufnahme noch? Ja, okay. Puh. Aber habt ihr auch gerade mitbekommen, ne? Ich war kurz irgendwie... Irgendwie hat es mir kurz das Fenster ausgemacht. Vielleicht habe ich irgendwas gedrückt, versehentlich, ohne es zu wollen. Hauptsache, die Aufnahme läuft noch. Alles noch. Ton schlägt aus, Bild ist da. Okay. Oh Gott. Okay, bei dem Ende bin ich jetzt tatsächlich echt wieder froh über Save States. So. Okay. Sprites move 50%. Okay, jetzt geht's schneller. Vorhin war es langsamer, jetzt ist es schneller. Verstehe. Pff, Bruder. Okay. Mensch, ich bräuchte da eigentlich nicht laden, wenn ich eh sterbe. Und am Anfang bin. Sorry. Aber es ist gerade auch kein so schlimmer Load von der Musik her. Man merkt es gar nicht. Deswegen, wenn es mir versehentlich... Jetzt drücke ich die ganze Zeit auf Load. Ja, sorry. Jetzt ist es wieder so drin in mir. Es ist unfassbar, wie schnell man auch das Gefühl bekommt, jetzt wären die Level viel schwieriger ohne States. Dabei ist es nicht so. Das haben wir festgestellt. Das habe ich jetzt schon öfter gesehen. Das wäre alles machbar. Nur jetzt wirkt es nicht mehr so. Ich finde das irgendwie echt schade. Ah, da war eine gelbe Münze, deswegen normaler Sprung.
Okay. Die war richtig schnell. Uff. Okay. Und jetzt da Oh, das war blöd. Mist. Mist. Ah. Ich denke, der State ist okay. Ja, der State ist sehr okay. Okay, dann warten wir halt hier. Ja, es geht auch. Ich glaube, das geht auch. Oder? Wenn ich hier warte und hier warte und hier... Ja, doch, das sollte funktionieren. Hat zwar vorhin irgendwie steilischer ausgesehen, aber so sollte es auch noch klappen. Ja, ja, das klappt. Oh nein! Ah, ich hab den vergessen. Mann! Ich weiß nicht, soll ich vor dem runter oder soll ich den antriggern und dann erst runter? Aber wenn ich den antrigger, schaffe ich es nicht. Ah, so, perfekt. Okay. Hi. Tschüss. Ja, ja, jetzt schießt er natürlich alles schneller, alles hier. Kannst mich mal, Mist! Okay. Kann er den auch wegschießen eigentlich? Nee, schade. Oh, jetzt ist er wieder da im Weg. Okay, mach dich mal weg. So. Ah, ich hab's wieder vergessen. Ich muss da warten, Mann. So. Ah, ich darf die Plattform noch nicht auslösen. Jetzt passt die Geschichte. Ich habe die Shell nicht gesehen. Da ist schon das Ziel. Seht ihr, dass das wir halt wieder machen? Ich sag's jetzt nicht jedes Mal. Ich sag's jetzt wirklich nicht jedes Mal, aber das wäre halt wieder machbar gewesen. Na, easy. Kein Problem. Kein Problem. So, damit haben wir den ersten Teil der Dimension Door geschafft. Dieses Ding hat drei Exits. Und die anderen Exits, wir wissen, wo sie sind. Das Problem ist nur hinzukommen. So. Aber ich fürchte halt, man muss die alle drei machen. Es ist halt auch noch ein blaues Level. Ich schätze, das ist was Spezielles. Vielleicht ist bei einem dann der Switch drin oder so. Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich da oben rein. Stimmt, hier habe ich eigentlich schon den Trick gelernt mit dem, dass die Shell schneller ist. Genau, das ist jetzt der mit dem Stoppen, ne? Ja, wo L und R stoppen. Ganz ungünstige Geschichte. Na komm, wir probieren es mal mit States. Gott, wie ging das? Was musste ich da tun? Ich hab's vergessen. Ja, ja. Ja.
Ach ja, das war doch so irgendwie, dass ich hier stoppen musste erst. Dann schnell. Ja, stimmt, so war das. Richtig, ich habe schon wieder ganz vergessen gehabt. Richtig, genau. Das war hier noch gar nichts mit anhalten. Hier. Ups. Musste hier anhalten. Genau. Dann da warten, wenn das runterfällt. Okay. Da war doch jetzt. Okay, da war jetzt eigentlich mal echt ein guter State möglich. Scheiße. Und dann spinjump ich dahin, oder wie? Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd. Dass man in dem State nicht den Dings behält. Okay, ich glaube, das ist mit Tastatur nicht so leicht. Wir gehen mal in die andere Richtung. Da war ja auch noch was. Aber war da nicht auch was mit L und R? Ich fürchte ja. Ich glaube, da war auch was mit L und R. Aber ich weiß schon gar nicht mehr was. Ah, scheiße. Muss ich mir nochmal angucken. Ansonsten wäre es, glaube ich, jetzt wirklich an der Zeit, den Controller rauszuholen. Okay. Fast. Darf ich das zurückzuspulen? Nee. Natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Das gibt's doch nicht. Nein! Okay. Was war jetzt hier mit LR? Ach ja. Oh, das wird aber auch nicht mit States so leicht werden. Nee. Ich kann in dem Level nichts spielen ohne Controller. Das geht nicht. Keine Chance. Okay. Das müssen wir uns mit Controller überlegen. Warte, wir haben einen Mond wieder, ne? Hier konnte ich nicht. Da war irgendein Code, den ich eingeben muss. Wo es hieß Yoshi-Dings. Keine Ahnung. Kann ich nicht. Genau, das war das. Gehen wir mal den Mond abgeben. Ich glaube, einen Mond haben wir dazu bekommen. Ich habe ein Déjà-vu. Da waren wir schon vor dem letzten Part. So. Easy. Gut. Visit Mona after you rescued him. Ach, das ist ein Er. Okay. Was ist das jetzt hier? Einfach darüber springen oder was? Kann nicht springen. Hä? Wieso springt er nicht?
Also entweder ich spring dagegen oder ich spring halt nicht. Jetzt. Ah, ich hab. Ja, klar, ich hab keinen Mond mehr. Visit Mona after. Ja, aber habe ich ja noch nicht. Ich dachte, das ist eine Sie. Okay. Ein Fehler. Kann ich das aber noch nicht machen, ne? Mona war ja da nicht. Warte, kann ich jetzt hier irgendwas? Da ist doch auch noch dieser eine Mond da oben. Oh, hat sich jetzt was getan? Oder war die Textmaus jetzt da schon immer? Ne, das war schon immer und in die Tür komme ich nach wie vor nicht rein. Okay. Ja, das. Okay, das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues. Ich habe nur schon wieder hier Gedächtnisprobleme. Mona ist ein Er? Ich dachte, das ist das hier nicht Mona-Ding? Mona's Home? Da hieß es wohl immer nur Mona ist nicht da. Oh, und ich dachte, das ist eine Sie. Ja gut, aber weiß man dann ja nicht. Mona klingt halt erstmal weiblich. Tut mir leid. Das ist halt ein Er. Wieso bin ich jetzt da rein? War hier irgendwas? Ach, das war das Ding, genau. Nee, hier war nichts weiter. Ich kann mich halt auch nicht erinnern, dass irgendeiner von den Namen aufgetaucht wäre, wo es hieß, man soll die nochmal besuchen, so. Kann mich einfach nicht dran erinnern. Müsst wahrscheinlich echt die Texte von dem Mond nochmal durchlesen. Was war das für ein Ding? Was war das Ding? War cool. Aber ich komme hier halt nicht, ne? Ich komme hier nirgendwo hin. Das war dieses ganz krasse, ne? Genau, das war das da. Und da ist jetzt auch nichts anders. Das ist alles noch... Alles noch wie gehabt, dass da jetzt irgendwie eine Röhre aufgetaucht ist oder so. Nee. Ja. Das war ein sehr cooles Level, muss ich sagen. Da bin ich auch froh, dass wir das noch ohne... Wobei, haben wir es ohne States gemacht? Nee, ich habe schon zwischendurch mal gestated, ne? Ich glaube, irgendwo habe ich dann so einen Fühlgut-Safe-State gesetzt. Irgendwie sowas habe ich gemacht. Ich weiß es nicht mehr genau. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ich meine nicht. Ich meine nicht, dass es jetzt wichtig wäre, da hochzukommen, aber... Es zeigt mir gerade doch, dass es schon wieder zu lange her ist, dass ich gespielt habe. Okay, egal. Ja, und das war dieses Level. Auch da war nichts neu. Ich check nicht, wo ich hin soll. So leid es mir tut, ich check nicht, wo ich hin soll. Ist jetzt noch irgendwas Neues? Ach, das war das Level. Ne, hier ist auch nichts Neues. Nee. Niemals. Niemals ist hier noch was Neues aufgetaucht. Nee. Das war das One Must Fail. Da ist aber auch nichts Neues. Das war aber auch eine coole Idee grundsätzlich so, ne? Das hatte was. Ja, aber... Nee, das war das Fluglevel. Das war auch cool, aber da müssen wir jetzt auch nicht nochmal rein. Nee, ich kann hier nirgendwo. Ich wüsste nicht, wo ich hier noch was machen soll, könnte. Das ist der Secret Shortcut. Was anderes führt mich nicht raus hier. Ach, da war ich doch gerade drin, ich Trottel. Ja, dann ist schon das Level. Nee, ich kann hier nichts. Ich weiß nicht, wo ich hin soll.
Also das Einzige, was mir bleibt, sind jetzt wirklich die Level mit dem... Hier, die das zum Beispiel, das Controller-Level. Das bleibt mir. Und hier geht's nicht weiter, weil da brauche ich den roten Schalter für und ich weiß nicht, wo der ist. Also ich bin ein bisschen überfragt. Ich schätze wirklich, die Dimension Door ist der Weg zum Weitergehen. Ich schätze wirklich, die Dimension Door führt mich weiter. Alles andere ist gerade... geht nix. Kann nur die Dimension Door sein, die mich weiterführt. Und dafür brauche ich, das habe ich ja gerade festgestellt, also das kriege ich auch mit Save States nicht hin. Dafür muss ich den Controller anschließen. Hilft nichts, da müssen wir nächstes Mal irgendwie hinkommen mit dem Controller. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Ah, okay. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.